Ich wohne mittlerweile seit über 20 Jahren in Köln. Köln ist sehr schön, Köln ist sehr schön, Köln ist sehr, sehr schön, Köln ist sehr, sehr schön. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Nein, Köln ist wirklich sehr, sehr schön. Die Kölner sind, ich liebe ihren Humor, es ist wirklich, wirklich lustig. Es ist ja vor vielen Jahren das Stadtarchiv zusammengebrochen und da, wo früher das Stadtarchiv stand, da ist jetzt eine Kneipe und die heißt Absacker. Und ja, das zeigt so ein bisschen den Humor der Kölner. Es hätte noch immer Joti Jange. Und wenn nicht, stellen wir eine Kneipe hin. Ich kenne Kölner, sowas kann man sich nicht ausdenken. Ich kenne einen, der hat auf seiner Computertastatur die Alt-Taste rausgebaut und eine Kölsch-Taste eingebaut. Und der findet das ganz normal. Das ist das Schlimme, ja. Wir kommen eigentlich ganz gut zurecht in Köln, aber wir haben ein bisschen Pech gehabt mit der Nachbarschaft. Das ist ja, das weiß man vorher nicht, das ist ein bisschen schwierig. Die Nachbarn links neben uns, ja, die sind sehr, weiß ich nicht, pedantisch, penibel, ich weiß nicht, was soll das, ja? Da klaut man denen einmal die Zeitung, ja, und schon ist man der, der denen immer die Zeitung klaut. Dabei habe ich die noch nicht mal selber geklaut, ich komme doch gar nicht rein mit meinen Fingern in den Schlitz. Dafür haben wir doch die Kinder. Die Nachbarn auf der anderen Seite, rechts von uns, sind sehr, sehr, sehr nett, finde ich sehr, sehr hilfsbereit. Das ist wirklich toll. Ich habe die neulich angerufen, habe gesagt, hier, ich muss hier die Terrasse schrubben, ich muss die Hecke mähen, ich muss den Rasen mähen. Und da hat die sofort gesagt, ja, dann mach doch. Und das fand ich klasse, dass sie mit Rat und, also, okay, nur mit Rat. wir haben aber auch, es ist auch ein bisschen asozial in der Nachbarschaft, dass es, kann man nicht viel machen. Es ist so, es gibt einen kleinen Park bei uns da gegenüber und ich war da in diesem Park und habe dort mal Zeitung gelesen und Bananen gegessen und dann habe ich danach die zwei Bananenschalen so hinter mich in die Büsche geworfen. Ja, das ist für mich persönlich überhaupt kein Problem. Ja? Einen Tag später gucke ich bei uns im Briefkasten und was liegt bei uns im Briefkasten? Liegen zwei alte Bananenschalen. Ja? Da habe ich gedacht, was ist das denn hier? Was ist denn das für eine asoziale Nachbarschaft? Das gibt's doch gar nicht. Wer macht denn sowas? Einen Tag später war ich mit unserer Katze Hector Pascal spazieren. Ich war mit Hector Pascal in dem Park spazieren. Hector Pascal, ja, ist ein bisschen dick. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu fett wird. Er wollte auch nicht. Ich habe gesagt, du kommst mit, Freundchen. Und dann wollte er, habe ich ihn angeleint, habe ihn in den Park geschleift. Meine Frau hat ja einmal gesagt, dass sie immer an die Geburt des ersten Kindes denken muss. Und zwar immer dann, wenn sie sieht, wie sich diese viel zu fette Katze durch die Katzenklappe quetscht. Aber ich habe das nie verstanden, was ich damit meine. Ich war nicht dabei. Jedenfalls, ich war also mit Hector Pascal in diesem Park und was passiert? Hector Pascal tritt sofort in einen Hundehaufen. Er tritt sofort mit der Tatze in einen Hundehaufen und zieht ihn da raus und sagt, bäh, ist das ekelhaft, mach das weg. Und ich gucke mir das an und sage, boah, ist das ekelhaft. Geh mir weg damit. Und ich wusste in dem Moment ganz genau, von wem dieser Haufen ist, in den er da reingetreten ist. Nämlich von dem Hund schräg gegenüber. Von denen aus der 15 oder 17. Wo der fiese Typ wohnt mit diesem fiesen Hund, der sich nie um die Hinterlassenschaften kümmert. Und ich war wirklich sauer. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe einen Pizzakarton geholt. Einen alten Pizzakarton, habe den Hundehaufen da drauf geschoben. Und dann habe ich das den gegenüber in den Briefkasten gestopft. Das scheint man ja hier wohl so zu machen, habe ich gedacht. Habe ich das den reingestopft, den aus der 15 oder 17? Ja, ich habe die 17 genommen. Einen Tag später kommt meine Frau zu mir und sagt, dass die Nachbarn gegenüber aus der 17, die mit den drei Katzen, dass die einen Pizzakarton mit Hundescheiße im Briefkasten gehabt hätten. Da habe ich gesagt, ja, wer macht denn sowas? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für eine asoziale Nachbarschaft hier? Dann hat sie gesagt, dass die vermuten, dass das ein Haufen ist von dem Hund aus der 15. Und da habe ich gesagt, ja, das vermute ich aber auch.
kenne ich doch den Hund aus der 15, wo der fiese Typ, der sich nie um die Hinterlassenschaft kümmert. Und dann sagte sie, dass sie jetzt auch wüsste, wer uns die Bananenschalen in den Briefkasten geworfen hätte, nämlich die aus der 19 gegenüber. Und dann habe ich gesagt, ja, hätte man auch drauf kommen können, die aus der 19, dass die sowas machen. Da sieht man den doch schon an. Und dann hat mich meine Frau gefragt, ob ich was mit dem Ganzen zu tun habe. Da habe ich gesagt, psch, psch, nein. Ich doch nicht. Wie sollte ich denn? Ich bin doch immer in Hattingen. Außerdem kennst du auch meinen Grundsatz. Du kennst doch meinen Grundsatz. Was du nicht willst, was man dir tut, das verschiebe nicht auf morgen. Naja, aber ich habe dann nochmal nachgedacht über die ganze Aktion und habe irgendwie auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann habe ich mich entschuldigt. Ich habe ein Entschuldigungsschreiben geschrieben, ganz offiziell, und habe gesagt, dass ich das war mit dem Pizzakarton im Briefkasten. Und da habe alle Schuld auf mich genommen und habe gesagt, das tut mir total leid. Und dass ich alle zum Essen einlade, also die aus der 15 und die aus der 17 und die aus der 19. Und dann habe ich das Ganze unterschrieben mit den Namen von denen aus der 21. Weil dann bleibt alles auf der Seite. Und dann lernen Sie sich endlich mal richtig kennen. Dankeschön.